Liebe Familien, liebe Studentinnen und Studenten, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Menschen, die von weit her zugeschaltet sind, herzlich willkommen zur Weihnachtsklanggeschichte. Dieses Jahr machen wir einen Livestream und bringen so die Weihnachtsklanggeschichte zu Ihnen nach Hause, in die Wohnzimmer, in die Küchen, direkt auf die Schreibtische, wo immer Sie auch sitzen mögen. Und dafür haben sich die Studierenden der elementaren Musikpädagogik der Hochschule für Musik mächtig ins Zeug gelegt und für die Geschichte wundervolle Kompositionen geschaffen. Ganz besonders begrüße ich natürlich die Kinder. Herzlich willkommen, liebe Kinder. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr habt alle eure Kieselsteine bereit. Zwei, einen in der einen Hand, der andere in der anderen. Und die könnt ihr jetzt nochmal ablegen. In Reichweite, denn später brauchen wir diese zu musizieren. Wer schon einmal eine Weihnachtsklanggeschichte der EMP erlebt hat, weiß, dass wir die Geschichte mit Bildern erzählen. Ihr werdet die dann in der linken Ecke oben auf eurem Bildschirm sehen. Und wir erzählen die Geschichte mit Worten. Dafür begrüße ich ganz herzlich Lukas Becker, ein wundervoller Erzähler. Und natürlich erzählen wir die Geschichte auch mit Musik. Und dafür stehen die Musiker und Musikerinnen schon auf unserer großen Bühne des Konzertsaales der Hochschule und freuen sich darauf zu musizieren. Mir bleibt jetzt nur noch, euch viel Freude, viel Spaß zu wünschen. Hört gut zu, macht mit, musiziert mit und genießt diese 45 Minuten. Die Geschichte heißt, wie Weihnachten wieder in das Land der einsamen Berge kam. Im hohen Norden, da wo kaum ein Mensch je gewesen ist, liegt das Land der einsamen Berge. Dort oben weht ein besonderer Wind. Heute trägt er jemanden ganz Besonderen mit sich. Kinder, könnt ihr oben in dem Bildschirm schon jemanden erkennen? Nein? Dann schaut noch mal genau hin. Ein kleiner Troll. Er heißt Onni und er ist so leicht, dass er mit dem Wind fliegen kann. Und hops! Hey Wind, lass mich herunter, hier ist es schön. Sanft setzt ihn der Wind ab.
ist genau der richtige Ort für Onni. So viele Felsen gibt es hier und so große, ruft er begeistert. Geschickt klettert er auf den riesigen Felsen herum. Hinter einer großen Tanne findet Onni eine Höhle. Drinnen ist es ganz dunkel. Plötzlich hört er etwas. Dann sieht er zwei Augen aufleuchten. Onni schaut und lauscht aufmerksam. Als die Augen wieder im Dunkeln verschwunden sind, hört Onni eine Stimme. Wenn du errätst, wer ich bin, komm ich raus. Ich habe rotes Fell und einen buschigen Schwanz. Kinder, ihr zu Hause, wisst ihr, welches Tier Onni gehört und gesehen hat? Onni denkt nach. Bist du ein Fuchs? Ja, du hast richtig geraten. Ich heiße Fenja. Und wer bist du? Ich heiße Onni. Ich bin ein Troll. Heg gegen niemand einen Groll, flieg mit dem Wind. Bin der, der jeden Riesenfels erklimmt. Ein Kind des Winds, das beim Verstecken immer gewinnt. Du bist Fenja, die Füchsin mit dem allerbesten Hörsinn. Bist ne Frühaufsteherin und meine beste Freundin. Beim Fangen siehst du jedes Mal so schnell wie der Wind bist du allemal. Du wohnst in nem Fuchsbau, Powerfrau. Er wird getragen vom Wind, sie ist schlau und geschwind. Das sind Onni und Fenja, Onni und Fenja. Windigen Tanz, sie hat nen buschigen Schwanz. Das sind Onni und Fenja, Onni und Fenja, getragen vom Wind, sie ist schlau und geschwind. Das sind Onni und Fenja, Onni und Fenja, windigen Tanz, sie hat nen buschigen Schwanz. Das sind Onni und Fenja, getragen vom Wind. Onni beschließt, dass diese Höhle sein neues Zuhause werden soll, mitten im Land der einsamen Berge. Er macht es sich in der Höhle gemütlich und baut sich aus trockenen Halmen ein weiches Bett. Langsam wird es Abend und die Welt wird ganz still. Nur noch der Wind ist zu hören. Mal weht er in sanften Brisen, mal saust er frech um Onni herum. Dann beginnt Onni zu tanzen und der Wind tanzt mit. Liebe Kinder, liebe Eltern, steht auf und tanzt mit Onni. Einmal tanzt der Wind ganz leicht. Sch, sch, nehmt eure Stimme mit. Sch, sch. Ein andermal saust der Wind ganz geschwind und Onni tanzt mit. Komm, tanz mit mir.
Am nächsten Morgen ist Onnis neue Freundin schon ganz früh an der Trollhöhle. Wach auf, Onni, lass uns spielen. Fenja überlegt, wie sie ihren Freund wach bekommt. Liebe Kinder, wir wollen zusammen Fenja helfen, Onni aufzuwecken. Und dafür brauchen wir unsere Steinchen. Ihr nehmt in jede Hand eines und Fenja beginnt mit dem Steinchen zu reiben. Und wir machen mit. Dann beginnt sie ganz sanft zu klopfen. Und dann klopft sie dreimal. Klopf mit, klopf mit, klopf mit, klopf mit. Wach auf, hör wie mein Steinchen klingt. Schlaf, Mütze! Wach auf, ein neuer Tag beginnt. Schlaf, Mütze! Onni rütteln, Onni schütteln, Onni rütteln, Onni schütteln. Onni rütteln, Onni schütteln, Onni rütteln, Onni schütteln. Wach auf, hör wie mein Steinchen klingt. Schlaf, Mütze! Wach auf, ein neuer Tag beginnt. Schlaf, Mütze! Verschlafen schaut Onni aus seiner Trollhöhle heraus. Und weil es so kalt ist draußen, braucht er ein bisschen Zeit, um wach zu werden. Und er streckt sich. Und er gähnt. Und dann hört er draußen Fenja rufen. Lass uns fangen spielen, Onni. Flink huscht sie über die Felsen. Onni, fang mich doch. Fenja, wo bist du? Hier bin ich. Du kriegst mich nicht. Gleich hab ich dich. Lauf, Onni, lauf. Ich geb nicht auf. Am Nachmittag bekommt Onni Besuch. Eine große Eule nähert sich der Trollhöhle. Und liebe Kinder und alle, die ihr daheim sitzt, macht mit euren Händen die Eulenflügel. Und manchmal schwebt sie und manchmal flattert sie. Die Eule schaut ihn freundlich an. Willkommen, lieber Onni, willkommen im Land der einsamen Berge. Wie ich sehe,
hast du hier alles gefunden, was kleine Trolle brauchen. Eine warme Höhle, Felsen zum Klettern und sogar eine Spielfreundin. Erzähl mir etwas von den einsamen Bergen, ruft Onni der Eule zu. Vor vielen Jahren haben wir aufgehört, miteinander zu feiern. Alle Tiere waren zu sehr mit sich selbst beschäftigt und haben sich nicht mehr umeinander gekümmert. Dann haben die Tiere Weihnachten vergessen und wie schön es ist, wenn miteinander friedlich und fröhlich gefeiert wird. Es ist einsam geworden im Land. Deshalb nennen wir unser Land das Land der einsamen Berge. Ich erzähle euch von Weihnachten. Im Land der einsamen Berge, da gibt es kein Weihnachten mehr. Ich will euch erzählen, wie Weihnachten war, es ist schon so lange her. Die Tiere des Waldes, die liebten die Zeit und machten sich freudig zum Fest bereit. Der Wald glänzte in seiner Lichterpracht und alle waren fröhlich, es wurde gelacht. Doch heute ist einsam zur Weihnachtszeit, warum ist nun alles vergangen? Wann kommt Weihnacht zurück, zurück, zurück? Kommt Weihnacht zurück, zurück, zurück? Kommt Weihnacht zurück? Von Weihnachten hat Onni noch nie gehört. Denn normalerweise halten Trolle Winterschlaf und verschlafen Weihnachten. Schade, denkt Onni. Ich würde gerne mal ein Weihnachtsfest erleben. Langsam wird es Abend und die Welt wird ganz still. Nur noch der Wind ist zu hören. Mal weht er in sanften Brisen und mal saust er frech um Onni herum. Dann beginnt Onni zu tanzen und der Wind tanzt mit. Liebe Kinder, liebe Eltern, wir stehen noch einmal auf und tanzen mit dem Wind. Dann schläft Onni ein. In dieser Nacht fallen draußen dicke weiße Schneeflocken ganz sanft zur Erde. Es ist Winter geworden. Als Fenja
Onni am Morgen besuchen kommt, muss sie den kleinen Troll wieder aufwecken. Und liebe Kinder, ihr müsst wieder eure Steinchen holen, weil wir müssen zusammen wieder mit Fenja Onni aufwecken. Also holt eure Steinchen und reibt zusammen mit Fenja. Und dann beginnt Fenja ganz sanft zu klopfen und wir klopfen wieder mit. Und dann klopft Fenja dreimal. Klopf mit. Klopf mit. Klopf mit. Klopf mit. Wach auf. Wach auf. Hör, wie mein Steinchen klingt. Schlaf, Mütze. Wach auf. Wach auf. Ein neuer Tag beginnt. Schlaf, Mütze. Onni rütteln, Onni schütteln, Onni rütteln, Onni schütteln. Onni rütteln, Onni schütteln, Onni rütteln, Onni schütteln. Wach auf, hör wie mein Steinchen klingt. Schlaf, Mütze! Wach auf, ein neuer Tag beginnt. Schlaf, Mütze! Endlich ist Onni aufgewacht. Hast du schon mal Weihnachten gefeiert, Fenja? Fragt Onni. Doch Fenja schüttelt nur den Kopf. Lass uns Oma Fuchs fragen. Vielleicht weiß sie, was Weihnachten ist, sagt sie und hüpft vergnügt nach draußen. Los, komm, Onni, es hat geschneit. Onni sieht zum ersten Mal Schnee. Und er ist begeistert. Der Weg zu Oma Fuchs durch den Schnee macht riesigen Spaß. Huch, was ist das? Ich glaube, ich sehe nicht recht. Ist es nur ein Traum oder ist es wirklich echt? Es ist weiß, es ist kalt. Was ist nur passiert mit unserem Wald? Onni! Onni! Juchi! Juchi! Onni, das ist Schnee! Hui! Tanzen in der Puderzuckerwelt, weil die weiße Puderzuckerwelt uns so gefällt. Hüpfen durch die weiße Winterwald, dann ist es an den Füßen nicht mehr so kalt. Liebe Kinder, liebe Eltern zu Hause, macht mit uns zusammen eine Schneeballschlacht! Und jetzt machen wir einen riesen Schneeengel im schönen Puderschnee. Habe. Auf einen Purzelbaum durch den Schnee. Von ganz hier oben. Noch einmal. Als die beiden Freunde bei Oma Fuchs ankommen, freut sich diese sehr. Im Winter ist es nämlich bitterkalt und sehr, sehr einsam im tiefen Wald. Bei Oma Fuchs kommt fast kein Tier vorbei. Und weil sie die Kälte überhaupt nicht mag, verbringt sie die meiste Zeit drinnen in ihrem Haus. Er wird getragen vom Wind, sie ist schlau und geschwind. Das sind Onni und Fenja, Onni und Fenja. Gibt den windigen Tanz, sie hat's nen buschigen Schwanz. Das sind Onni und Fenja, Onni und Fenja. Getragen vom Wind, sie ist schlau und geschwind. Das sind Onni und Fenja, Onni und Fenja. Gibt den windigen Tanz, sie hat's nen buschigen Schwanz. Das sind Onni und Fenja,
seid, seid zu zweit, seht es schneit. Warum seid ihr hier in der weißen Winterzeit? Du bist alt, Oma Fuchs, ist es kalt, suchst du Schutz. Du bist weise und hast Grips, gib uns leise ein paar Tipps. Kleiner Troll, du tanzt so toll, klangvoll, eindrucksvoll. Ich frage mich, wieso schläfst du nicht in deinem Winternest? Keine Zeit, denn es eilt, Fragezeichen weit und breit. Ich frage dich, was ist denn das Weihnachtsfest? Er wird getragen vom Wind, sie ist schlau und geschwind. Das sind Onni und Fenja, Onni und Fenja. Gibt den windigen Tanz, sie hat nen buschigen Schwanz. Das sind Onni und Fenja, Onni und Fenja. Getragen vom Wind. Oma Fuchs erinnert sich an Weihnachten. Als ich noch ein kleines Fuchsmädchen war, haben alle miteinander fröhlich und friedlich Weihnachten gefeiert. Und wir haben uns mit kleinen Geschenken überrascht. Aber jetzt ist es in unserem Land einsam geworden. Wir sorgen dafür, dass Weihnachten wieder zurückkommt, tröstet Fenja Oma Fuchs. Zum Abschied streichelt Oma Fuchs noch einmal liebevoll über Fenjas Kopf. Mein schlaues Fuchsmädchen, pass gut auf Onni auf. Du weißt doch, dass Trolle im Winter sehr müde werden. Dann verabschieden sich die beiden Freunde und stapfen heimwärts durch den Winterwald. Und es dauert nicht lange, da wird Onni sehr müde. Und Fenja muss Onni immer wieder rütteln und schütteln, damit er nicht einschläft. So kommen wir nie nach Hause, Onni. Wir müssen Hilfe holen. Fenja legt ihren Kopf in den Nacken und ruft kräftig: Eule! 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 Komm herbei! Und es dauert nicht lange, da nähert sich am Himmel ein großer Vogel. Zum Glück, es ist die Eule. Und Kinder und alle, die daheim sitzen, nehmt nochmal eure Hände und wir fliegen und wir flattern. Sie ergreift die Freunde sanft mit ihren Krallen und bringt sie in die warme Trollhöhle zurück. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen, sagt sie und fliegt davon. Lass uns Weihnachten zurückbringen, ruft Fenja voller Tatendrang. Wir schmücken die Höhle weihnachtlich und bereiten für alle Tiere des Waldes ein großes Weihnachtsfest. Doch dann wird Fenja etwas nachdenklich. Aber wie sollen wir bis morgen alle Tiere des Waldes einladen, wenn wir nicht einmal den Heimweg von Oma Fuchs bis nach Hause geschafft haben? Ich weiß, wer die Einladungen zu den Tieren bringen kann, ruft Onni. Wir müssen auf den höchsten Berggipfel, dorthin, wo der Wind am stärksten weht. Komm schnell, Fenja!
hinauf. Geschwind zum Wind, schneller, schneller, Olli und Fenja. Ihr müsst nicht verzagen, werft die Karten in den Wind, er wird sie weitertragen. Kommt schnell den Berg hinauf, geschwind zum Wind, schneller, 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 kommt schnell den Berg hinauf, geschwind zum Wind, schneller, 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 kommt schnell den Berg hinauf, geschwind zum Wind, schneller, 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 schneller. Bringe die Einladungen zu allen Tieren des Waldes, lieber Wind. Der Wind saust noch einmal um Onni herum und weht davon. Während der Wind die Einladungen bis in die entferntesten Winkel des Waldes verteilt, laden Onni und Fenja viele Tiere des Waldes persönlich zum Weihnachtsfest ein. Gerade noch rechtzeitig, denn morgen schon ist Weihnachten. Lass uns alle Tiere des Waldes einladen. Schauen wir zuerst bei der Waldmaus vorbei. Und wir trippeln alle wie eine kleine Waldmaus. Liebe Waldmaus, trippel mit uns zum Weihnachtsfest. Liebe Waldmaus, trippel mit uns zum Weihnachtsfest. Und wo gehen wir als nächstes hin? Wie wär's mit dem Bär? Und wir stampfen wie ein großer Bär. Lieber Bär, komm, stampf mit uns zum Weihnachtsfest. Lieber Bär, komm, stampf mit uns zum Weihnachtsfest. Und jetzt lass uns noch viel, viel mehr Tiere einladen. Und wir klatschen alle dazu. Liebe Tiere, kommt mit uns. Tiere sind gekommen und alle Tiere haben kleine Überraschungen mitgebracht. Der Bär hat für den Hasen eine Möhre und Oma Fuchs hat für den Bären ein Glas Honig. Die Eule schenkt Oma Fuchs eine warme Decke und für Fenja hat sie ein kleines Säckchen für ihre liebsten Steine. Von Oma Fuchs bekommt die Eule eine Brille. Und Fenja hat für Onni bunte Tücher zusammengeknotet, die lustig im Wind flattern. Bis spät in die Nacht feiern die Freunde miteinander Weihnachten. Und sie freuen sich, dass Fenja und Onni das Weihnachtsfest wieder zurückgebracht haben in das Land der einsamen Berge. Als alle Tiere schon längst zu Hause sind, erfreuen sich Onja und Fenja am Lichterglanz. Jetzt ist es im Land der einsamen Berge nicht mehr so einsam. Und bevor Fenja und Onni müde und zufrieden einschlafen, tanzen sie vor Freude im Wind. Liebe Kinder, liebe Eltern und alle, die uns gerade zuschauen, räumt alles im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer oder in der Küche oder wo auch immer ihr seid, jetzt weg, damit ihr viel Platz habt, um mit uns
mit Onni und mit Fenja durch den Weihnachtswind zu tanzen. In diesem weit entfernten Land war Weihnacht da, bis es verschwand. Troll und Füchsin, sie waren bereit, brachten zurück die schöne Zeit. Das Weihnachtsfest ist wieder da. Tanz im Wind.